Pflege gelernt, ne? Also Kinderbetreuerin, ne? Eins, zwei, drei, drei. Erzieher, ja, Erzieher auch genannt. Genau, ich kam jetzt auf, ne, auf das Wort Erzieher nicht. Wobei man es eigentlich von Erziehungsberechtigten her ableiten kann. Aber so tagesmuttermäßig nicht, ne, sondern schon in der staatlichen oder privat geförderten Institution, oder? Jip, jip, ich tummel mich dann mit so einem kleinen Wicht in der Schule rum und unterstütze ihn in Unterricht, wenn alles gut läuft. Jip könnte aber auch Tagesmutter machen. Nur nicht bei uns. Ja, bei dir zu Hause, glaube ich, würden noch mal ein paar mehr Kriterien anfallen, die du haben müsstest, um zu Hause Tagesmutter zu machen. Ich glaube, ein großer Kriteriumspunkt wäre auch ein eigenes Kind irgendwie, ne? Aber ich glaube, das steht nicht auf deiner Jahresplanung oder Lebensplanung, oder? Auch unser Landkreis stellt keine Tageseltern ein. Ah, okay. Auch nicht hauptberuflich? Also ich kenne die Tagesmutter von meinem Sohn, aber wir haben uns jetzt nicht so darüber unterhalten, was da so die Kriterien sind, um Tagesmutter zu machen. Nee, noch nicht. Erst mindestens ein Jahr arbeiten. Nope, keine Chance für eigene Kinder. Nee, muss man ja auch nicht. Es ist ja gut, wenn man schon sein Wissen und alles drum und dran dann den Kiddies so beibringt, die man dann nebenher erzieht, während andere arbeiten. Obwohl das ja auch Arbeit ist. Ich finde, warum erfahre ich das jetzt erst? Okay, dann halte ich fest, ich habe sogar eine 15-jährige Tochter. Aber beide nicht in meinem Haushalt wohnt. Sohnemann ist so dreieinhalb oder so. Ja. Da wird sich aber auch wieder einiges drehen und ändern. Also da bin ich gerade dran, mich mehr da einzubringen und sowas alles drum und dran. Ja, ich war fleißig. nee, den braucht man nicht. Nein, dagegen muss man das nicht unbedingt machen. Ja. Habe ich das nie erwähnt? Komisch. Ich erwähne ja sonst immer alles, was keiner wissen will. Eigentlich will ich das vermeiden, ne? Okay, warte mal. Da war mir das bisher immer egal. Ich glaube, bisher war mir das immer egal. Okay, dann tut es mir leid, dass ich es nicht erwähnt habe, aber ja. Hallo, ich werde dieses Jahr 38. Nicht mehr lange, ich werde bald 38. Nicht mehr lange hin. Ein, zwei, drei und da drauf. Ich bin schon sehr, sehr alt. Deswegen schnell alle followen auf YouTube, ne? Und schnell alle auch auf Twitch kommen. Der Link steht in der Videobeschreibung. Hashtag Werbung. Damit ich Zuschauerzahlen und alles erreiche, kommt auch gerne rein hier. Das ist doch noch jung, ja. Im Gegensatz zu den. Zu manch anderen ja, aber so im Allgemeinen ist das schon, ja, im Gegensatz zu. Also wenn wir jetzt den Durchschnitt nehmen, wäre ich von uns Fünfen jetzt, also wenn du Hiso, wenn du Amarok, mich, dich und deinen Freund noch mit dazu nimmst, bin ich dann der Durchschnitt, ausgerechnet zwischen euch Vieren dann. Aber ansonsten, bei mir auf der Arbeit bin ich auch mit einer der Ältesten schon. Also, ja.
So, 2, 2, genau. Da bin ich leider auch schon einer der Ältesten. Ich bin das Nesthäkchen. Kein Küken, ein Kä Achso, Nestkätzchen. Okay, ich dachte, du hättest falsch geschrieben, hab's richtig lesen wollen und dann war es doch richtig geschrieben, aber ich hab's falsch vorgelesen. Das Nestkätzchen bist du noch, ja. Ist denn Lord Lush sehr viel älter als du? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich würde den jetzt auch gerade mal so auf. Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ihr seid beide so in den Anfang 20ern oder so, ne? War das doch irgendwie. Ich und Zahlen. Das ist bei mir. Ich muss mir Zahlen abspeichern und dann vergesse ich irgendwelche anderen Zahlen leider. Ein Jahr Unterschied, ja, das geht ja noch. Besser als wenn er jetzt Hugh Hefner wäre und es wären 40 Jahre Unterschied oder so. Stell mal vor. Stell dir mal vor. Ah, 21 stimmt, okay. Siehst du, da war ja ein bisschen was schon richtig. 21, mit dem Wissen jetzt nochmal 21 sein. Ich hätte damals, als mein damaliger Ziehsohn von meiner Ex, wo ich die Tochter mit habe, mir immer so YouTube und so gezeigt und ich habe gesagt, nee, da hätte ich anfangen sollen mit. Da hätte ich mit YouTube anfangen sollen. Dann wäre ich, glaube ich, jetzt fast auf dem Level mit Gronkh oder so. Ich bin witzig, ich bin smart und sowas. Ja. Nein, natürlich nicht. Die Chance, an Gronkh ranzukommen, ist schon schwierig. Ja, nehmen wir nochmal aus dem Lager mit raus, bevor wir hier Bäume fällen. An den Gronkh ranzukommen, ist schon echt schwierig. Aber nicht unmöglich. Man versucht sich ja dann irgendwie so seinen Traum zu erfüllen. Das ist Hiso, oder? Ja, hab's doch gewusst. Nee, Hiso, hier drin kann nichts spawnen. Hier ist zu viel Licht. Hier drin kann nichts spawnen. Aber. Netter Versuch, Hiso. Netter Versuch. Guten Morgen, Hiso. Die Menschheit fragt sich, warum nehme ich nicht direkt von allem zwei Stacks mit? Frage ich mich auch. Ich könnte eigentlich sogar von jedem drei Stacks mitnehmen. Komm, ich nehme von jedem drei Stacks mit. Wir machen das einmal einfach. Aber ich brauche das Fichtenholz jetzt nachher auch, um es zu Fichtenholzbretter zu machen. Ich muss, glaube ich, mehr Fichten aufstellen. Nein. So. Eine Neuerung im Spiel, die irgendwann mal kam, ist euch bestimmt gerade schon mal aufgefallen. Finde ich ganz cool. Früher musste man die Bretter ja abhacken, um dann neu beschriften zu können. Mittlerweile reicht ein Rechtsklick darauf. Finde ich persönlich nice. Obwohl, Juleo, ich habe den Altersdurchschnitt eben falsch berechnet. Amarok und ich sind die Ältesten. Hiso ist ja auch erstmal gerade mal 27. Von daher. Pam, pam, pam. Oh, du bist ja 26. Oh, Entschuldigung. Oh, jetzt. Ja, de-Abo. De-Abo, de-Follow. Sorry. Es wäre gerechtfertigt. So, ja, hier kam ich noch nicht wirklich weiter, aber da müssen wir auch noch weitermachen, ne?
Nee, das. Warum baue ich das immer falsch? Aber sofort Permaban. Ja, okay. Jetzt kann ich sie so in ihren Streams nicht mehr unterstützen. Schade, Marmelade. Schade, Marmelade. Doch, da passt doch hin. Dann machen wir nochmal hier den hin. Den, der dürfte schon. Ne, der passt schon nicht mehr. So, dann 1, 2, 3, dahin. Ihr seht, ich bereite schon mal komplett vor, um zu randalieren, um dann da die Häuser hinzubauen. Und ich habe gesagt, wir müssen Fichten noch jede Menge aufstellen und ich habe es verpasst, Fichten aufzustellen. Das ist läscht. Okay, das ist hart. Also in Deutschlands Krankenhäusern sieht es echt schlecht aus. Ich kann jetzt das Krankenhaus nicht benennen, aber eine Freundin von mir arbeitet in einem Krankenhaus. Sie ist examiniert, ist aber nur auf, boah, lass mich nicht lügen, 25 oder 30 Stunden eingestellt. Und schmeißt gerade eine Station mit einer Schülerin alleine. Eigentlich unverantwortlich. Mann, 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 ey. Also damit ist nicht zu spaßen. Ich hoffe jetzt, dass noch ein Donner kommt, dass man sich hinlegen kann. Fichtenholzsetzling rein. Hier. Wir nehmen einfach erstmal mit. Sollen wir hier auch direkt hinsetzen? Kommt, wir setzen hier auch direkt mal. Na, nicht auf dem Laufweg. So passt schon. So, hier könnte man noch einen hinpflanzen. Die sind noch nicht mal annähernd so weit. Das mit hier, ja, hier kann man noch schön hinsetzen. So, Hiso, wie geht es dir denn sonst so? Geht es dir ausgesprochen gut. Geht es so? Möchtest du drüber reden? So viel Platz haben wir gar nicht. Schade eigentlich. Aber okay. Frage, ist das nur wegen dem Regen so dunkel oder ist das dunkel dunkel schon? Dunkel. Dann können wir noch rüberlaufen. Ah, das war mein Genick. Letzter Zeit macht es mindestens einmal am Tag richtig schön knack. Ich müsste mal zu so einem Einrenker gehen. Ah, jetzt wird das dunkel, oder? Jetzt wird es wieder hell. Das ist genau hier diese Schnittstelle, wo es hier eher so bläulich ist. Und hier dann wieder so dieses, wie als wäre ein Sahara-Regen oder so.
Jetzt ist es aber dunkel genug zum Schlafen. So, ich muss mir aber noch einen Kaffee machen. Schon, dass du dir dann Kaffee auch zugelegt hast. Sehr gut. So, der Regen ist weg. Auch schon mal sehr schön. Wobei der Minecraft-Regen ja mit unter anderem eigentlich das Schönere ist. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir wollen ja nicht direkt hier in der Häuserfront reinfallen. Deswegen lassen wir hier an der Ecke die Häuser weg. Kaffee ist Leben, genau. Wir nehmen es nur als einmal die Balken hier hin, als Richturteil, wo wir machen können. 1, 2, 3, da wäre hier 1, 2, 3. 1, 2, 3 und dahin. So, dann können wir die wieder wegmachen, weil ich würde es, glaube ich, doof finden. Wir haben ja da hinten schon diese eine Kante zu unserem Lager. Ich würde es doof finden, wenn wir hier langkommen und direkt hier ein Haus ist. Wir machen das auf jeden Fall hier hinten mit den größeren Gärten für diese Garten-Community. Weil hier jetzt extra noch ein Haus hinsetzen würde ich nicht fühlen. Und hier sowieso nicht. Da passt eh nichts hin. Da würde ich aber vielleicht schön schnörkelig mit einer Hecke. Ja, die Hecke würde ich auch hier vielleicht hin machen. Katzenhaar. Damit das irgendwie nochmal schick aussieht. 2, 3, dahin. 1, 2, 3, dahin. 1, 2, 3, dahin. 1, 2, 3, dahin. Dahin. Dann machen wir noch den hier. Und dann machen wir den hier. Habe ich nicht mitgezählt. 1, 2, 3 hat aber gepasst. 1, 2, 3 hat gepasst. Das passt auch. 1, 2, 3, das passt dann. 1, 2, 3. Machen wir nochmal den hier hin. So, und hier wird es schon wieder knapp. Ich glaube, da passt nämlich nichts mehr hin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann ist hier der vierte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nein. Nein, das wollen wir nicht. Das ist dann auch zu nah dran. Das ist dann auch zu nah dran. So. Hier geht das natürlich. Gar keine Frage. 1, 2, 3. Mir jetzt gerade einfällt, sind wir eigentlich mit den einen Häusern da fertig geworden, die wir den einen Bereich gebaut haben, wo wir noch Platz hatten. Ich weiß es ja nicht. Aber Hiso, neben deinem Kaffee, nochmal die Frage, wie geht es dir? Apropos Kaffee. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, der vierte. Yes. Yes. So, ja. Ah, Mist. Auch geht so. War heute noch mal beim Hausarzt, mich weiter krank schreiben lassen und hab da mein Hals erwähnt, hab da Probleme und der Orthopäde.